In der Arena auf Schalke wimmelte es am Donnerstag nur so von Promis. Die Fußball-Europameisterschaft zieht ein vielfältiges Publikum in die deutschen Stadien. Royals, Fußballstars und auch Let's Dance-Juroren. Auf den Rängen tummelten einige wichtige Persönlichkeiten, als Spanien und Italien bei der EM 2024 im zweiten Gruppenspiel aufeinandertrafen. Unter anderem der spanische König Felipe VI. Sah sich das Spiel aus nächster Nähe an. Der Monarch kam ohne seine Ehefrau Königin Letizia. Auch Xabi Alonso, ehemaliger spanischer Fußballspieler und aktueller Erfolgscheftrainer von Bayer 04 Leverkusen, konnte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Und dann war doch noch Joachim Jambi, der Tanzprofi, der eigentlich bei RTLs Let's Dance die Punkte verteilt. Jambi ist Fußballexperte am Spielfeldrand, das wird heute ein geiles Event hier in Gelsenkirchen. So die ersten Worte von Joachim Jambi auf Instagram kurz vorm Spiel gegen Spanien gegen Italien. Zum Topspiel am Abend tauschte der Tanzprofi sein gewohntes Terrain, das Tanzparkett, gegen den grünen Fußballrasen ein. Bei Magenta TV stellte er sein Fußballwissen neben Moderatorin Ruth Hofmann unter Beweis. Auf Instagram teilte der deutsch-spanische Tanzsportler und Fernsehmoderator, dessen Vater ein aus Barcelona stammender Spanier war, Einblicke in seinen Stadionbesuch. Etwa als die spanische Mannschaft im Stadion ankam oder Gegner Italien als erste den Rasen betrat. Neben Let's Dance, neue Jobs für Joachim Jambi, sein Expertenteam ergänzten Johannes B. Kerner und Michael Ballack im Studio, sowie Wolf Fuß als Kommentator, der Beste in Deutschland, wie Jambi auf Instagram schreibt. Una noche para recordar lautet sein Fazit am Ende des Tages, eine Nacht zum Erinnern auf Deutsch übersetzt. Der Job als Fußballexperte bei Magenta TV ist übrigens nicht der einzig neue in Jambis Portfolio. Im Herbst wird er Teil der Talkshow Riverboat beim MDR. Doch keine Sorge, Jambi wird immer Zeit für Let's Dance haben. Und die Let's Dance-Familie braucht sich keine Sorgen zu machen. Es ist schon so getaktet, dass ich schon immer bei Let's Dance dabei sein darf, zitierte ihn RTL. Die Jury werde nicht gewechselt wie eine Unterhose.